Nein, das geht leider nicht. Die maximale Ruhephase beträgt 23 Monate. Wie es in Ihrem Vertrag und den Unterlagen vereinbart ist, beginnt ab nächsten Monat die Tilgungsphase. Der kleinste Rückzahlungsbetrag liegt bei 100,57 Euro monatlich. Und dann wären Sie im August 2037 fertig. Ihr Kontostand beträgt 34,20 Euro minus. So geht das nicht. Da müssen Sie wirklich drauf achten. Sonst kriegen wir da Probleme. Ich kann Ihnen aber für den nächsten Monat ein Dispo einrichten. Ausnahmsweise. Das müssen Sie dann allerdings im darauffolgenden Monat wieder ausgleichen. Und ganz wichtig ist, dass diese 157 Euro Tilgung jeden Monat gedeckt sind auf Ihrem Konto. Okay. Können Sie nicht Ihre Eltern fragen? Leider nicht. Haben Sie denn schon mal an Ihre Altersvorsorge gedacht, Frau Bremer? Nee. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Das Modell chancenorientiert, das Modell ausgewogen und das Modell risikoscheu. Nehmen wir mal das Modell risikoscheu. Das wären dann 100 Euro monatlich. Und dann liegen Sie mit 67 Jahren bei einer Rente von 420,39 Euro im Monat. 420? 39. Okay. Die meisten fangen viel zu spät an mit der Altersvorsorge. Lieber spät als nie. Dann komme ich einfach 2037 nochmal wieder. Also wenn mein Studentenkredit zurückgezahlt ist. Haben Sie da noch einen Termin frei? Gut, dann vertagen wir das Gespräch doch einfach auf einen anderen Termin. Sie können gerne die Infomappe schon mal mitnehmen. Und dann habe ich auch noch eine Kleinigkeit für Sie. Ein Ordner, da können Sie Ihre Unterlagen sortieren und einordnen und dann haben Sie das immer alles griffbereit. Danke. Gut, dann war es das auch von mir. Darf ich? Ja, natürlich. Don't call us, we call you. Und die Hose beißt, yeah. Musst du wieder rauf aufs Laufband. Und du weißt, wenn der Muskel reißt und die Hose beißt, yeah. Musst du wieder rauf aufs Laufband.